Und schon geht es weiter mit der munteren Reise. Wohin gehen wir denn heute? Nachdem zuletzt der Garten dran war, geht es nun in den grünen Flur. Dann schauen wir doch mal, ob wir den grünen Flur in zwei Folgen fertig kriegen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mit den Wänden oder mit Decke und Boden anfange. Ich habe mich jetzt für die Wände entschieden, weil sonst würde da ja so eine leere Fuge bleiben, wenn ich den Boden erst mache. Und da würde ich mich wahrscheinlich wieder verbauen, weil ich vergesse, dass die Wände ja doppelwandig sind. Das wollen wir ja nicht. Da mache ich jetzt erst die Wände. Diese bestehen aus grauem Beton und türkiser Keramik im Wechsel. Ich brauche natürlich auch wieder Fichte, aber wir haben ja jetzt zum Glück noch die Fichtentruhe von Kanu. So, ich packe mir einfach mal einen weiteren Stecken ein. So, hier kommt also... Ach, die Sonne geht gerade unter. Dann soll ich vielleicht jetzt mal schlafen, oder? Wäre schon besser. Ich versuch's mal. Lässt du mich schon schlafen? Ja, gut. Ja, diese Wand wird jetzt also noch nicht... Doch, die Wand wird jetzt gemacht. Das heißt, das Ding dahin verschwindet. Ja, der Boden ist ja eigentlich auch schon gleich fertig. Ich meine, hier muss ein Teppich hin und die Decke ist wie gewohnt weißer Beton mit ein paar Falltüren. Und hier ist noch so dunkel drin. Achso, hier fehlt auch noch eine ganze Menge. Ja, ich sehe gerade, warte mal kurz. Ist sie wirklich doppelwandig? Ja, die ist doppelwandig. Die ist nämlich invertiert im Vergleich hierzu. Hm. Naja, dann mache ich das jetzt mal und schau mal, ob ich es dabei schaffe, die Pizzageschichte endlich zu erzählen. Ja, ich hatte ja bei... Warte mal, ist das denn auch richtig? Ja. Ich hatte ja bestellt und dann kam die falsche Pizza. Und ich habe da angerufen und die haben direkt gesagt, ja, sie bekommen jetzt die Pizza von uns und natürlich nochmal geliefert. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich brauche nicht noch mehr zu essen. Und ja, sie werden auf jeden Fall noch entschädigt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich nächstes Mal dann da was bestelle... Komme ich ja wohl hoffentlich eine Gratis-Pizza, weil mein Inventar ist voll. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Hm, Mist. So, ey, jetzt ist ja doch genug Platz plötzlich. Hm. So, weil, wo war ich? Also ich bin davon ausgegangen, die haben das wahrscheinlich dann eh vergessen. Jetzt war ich am Donnerstag beim Sport und danach hat man ja immer Hunger und da habe ich gedacht, oh, komm, ich habe doch noch, was mache ich denn heute Abend und HelloFresh, dann sind schon alle, der Dönermann hat Urlaub, komm, wie wär's, holst du dir doch mal die Pizza, die sie dir eh noch schulden. Also ruhig vom Parkplatz, vom Schwimmbad da an und sag, ja, erinnern Sie sich noch. Bin ja davon ausgegangen, dass er sagt, hä, nee, wird. Aber er hat sich erinnert und hat gesagt, in 10 Minuten kannst du abholen. Aber ich habe mir noch so gedacht, Mist, ich brauche länger als 10 Minuten bis zu ihm vom Schwimmbad aus. Aber hab's dann einfach mal so gelassen und habe mir gedacht, ja gut, dann ist er halt auf jeden Fall fertig. Nein, Fackel! Dann ist er halt auf jeden Fall fertig, wenn ich komme. So, wenig überraschend war sie nicht fertig, als ich gekommen bin. Obwohl ich länger als 10 Minuten für die Fahrt brauche. Also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber die Fahrt dauert definitiv über 10 Minuten. Doch immer noch Wasser. Mal erstmal hier weiter. So, wo war ich? Ja, bin also hingefahren, Pizza war nicht fertig. Da fragt mich dann schon jemand, was möchten Sie bestellen? Und ich habe gesagt, ich bekomme schon, ich warte. Und dann hatte ich schon so den Eindruck, dass die Pizza wahrscheinlich noch gar nicht angefangen wurde zu machen. Und dann habe ich gewartet und gewartet, andere Leute haben auch bestellt. Und irgendwann fragt mich nochmal einer, was hast du nochmal bestellt? Also sag ich nochmal, was ich bestellt habe. Und dann sehe ich, wie die anfangen, meine Pizza zu machen. Genau die, die ich bestellt habe. Okay, war dann auch mal interessant, das auch mal zu sehen. Und dann habe ich gedacht, naja, das war ja schon, nachdem ich eine Zeit lang gewartet habe, dass ich dann überhaupt angefangen habe. Und ich habe mir gedacht, in 10 Minuten kannst du abholen. So. Aber plötzlich kommt der Chef von hinten und drückt mir den fertigen Pizzakarton in die Hand und ich denke mir so, Scheiße, hat jetzt der Mitarbeiter von ihm die Pizza für mich noch ein zweites Mal angefangen. Das war nicht geplant. Und ich so, ich fahr da mal. Aber ich wurde dann beruhigt, als ich gesehen habe, dass noch weitere Zutaten, die ich nicht bestellt habe, auf die Pizza, die genau dieselben Sachen, denselben Belag bekam wie meine, als sie gemacht wurde, da war ich dann beruhigt und ich wusste, gut, das hat er dann wohl doch nicht extra für mich eine zweite Pizza gemacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hatte eine Gratis-Pizza. Das wäre ja auch ganz angenehm.
So, aber hier dieses neue Online-Bestellding, das nicht Lieferando ist, das habe ich immer noch nicht gemacht. Ah, jetzt habe ich keine Stufen dabei. Mal kann ich jetzt hier rüber. Ja, da lag ja eine Fackel, die da. Oh Gott. Fackeln sollten. So. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas bombt. Ja, ich brauche Treppen, habe das Inventar voll. Achso, ich kann ja. Das kann ich mal ablegen. Das ganze Laub, das tue ich doch hinter, wenn ich das jetzt hier, das Kabelgedöns ansieht. Dann weg. So. Okay, also Treppen brauche ich. Mache ich mir mal ein paar mehr. So. Okay, jetzt welche Höhe war das denn jetzt schon wieder? Achso, die ist ja easy. Dieselbe Höhe wie hier. Muss ja bündig sein. Also da, da und in die Mitte eine Falltür. Falltür habe ich auch gerne im Inventar. Also einmal eine Falltür. Wo sind sie denn? Das ist sie nicht. Das ist sie. Okay. So. Und dahin. So. Das gefällt mir jetzt nicht, dass sie mit der anderen so. Na, dann vielleicht eher so. Ja, dann passt es zu der anderen. So. Ja. Schön. Okay. So, jetzt bin ich nur wieder da oben. Da unten. Wie komme ich jetzt da hoch? Das heißt, ich mache jetzt erst die nächste Wand und zwar bedecke ich jetzt endlich diesen Schandfleck hier. So, das mache ich und dann. So. Einmal hier hoch. Ist ja im Prinzip genauso wie da drüben auch. So. Dann. Ne, diesmal war 4. 1, 2, 3, 4. Und hier wieder hoch. Ja, geht auf. Ich muss dann bei Gelegenheit hier noch alles mit Füllmaterial dann voll machen. Weil ich denke, das wird dann auch so ein Projekt, das ich extra in den Randomizer mit aufnehme. Füllmaterial. So. So. Und dann geht's jetzt hier mit Türkis los und danach kommt das so, ja. Türkis, habe ich gesagt, dazwischen etwas essen. Das immer runterspringt, tut mein Knochen gar nicht gut. So. Also einmal hier Türkis. Und dann hier Grau, Türkis, Grau. Dann bin ich nämlich oben und kann hier so, so und so. Jetzt passt. Ja, dann kommt jetzt diese Wand. Das heißt, ich esse erstmal was. Und dann geht es hier auch wieder mit Stämmen los. So, und dann, ja gut, logischerweise auch 4. Ja gut, hätte ich auch selbst aufkommen können. Und dann, ah, jetzt sind die ersten Stämme schon wieder alle. So, wie hoch? Ah, ich muss, ist das vielleicht die Höhe? Erstmal, oder? Ja, mal schauen. Ich fange jetzt einfach mal hier drüben an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei ich sie jetzt mal ganz easy mache. Ich mache jetzt hier nochmal den obersten. Und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kann ich nämlich hier auch nass machen, ohne dass es rausfließt. Nein, es fließt ja doch raus. Wir sind da noch ein Loch. Da noch ein Loch irgendwo. Es ist hier rumgeflossen. Es ist hier rumgeflossen. Ach Mann. Das Wasser findet immer seinen Weg. Mann, Mann, Mann. Nein, das wollte ich jetzt so nicht. Das heißt also, ich mache jetzt erstmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und dann, wie war das hier? Ja, ist ja jetzt dazu 1, 2, 3. So, dann das brauche ich und das brauche ich gleich. So. Dann das hier hoch. Und dann hier so eine Wand. Naja, dann das hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und hier schließt es dann natürlich wieder auf diese Weise hier ab. So.
Und dann, was ist das Wasser jetzt da? Dann kann ich hier jetzt erstmal das Wasser runterlaufen lassen. Einmal da. Und einmal da. Und da muss auch noch. So. Und hier machen wir auch nochmal. So. Und dann geht die Sonne schon wieder runter. Und es fließt rüber ins Kaminzimmer. Ach man, die Fackeln. So. Dann jetzt hier natürlich noch weiter. So, hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier entsprechend 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und dann, bevor ich jetzt hochgehe, lege ich mich erstmal ins Bett. Oh, das Bett ist jetzt erstmal nicht mehr so leicht zu erreichen wie sonst. Ich bin ja sonst immer hier hochgesprungen, aber da ist ja nichts mehr zum Hochspringen. Beziehungsweise, doch, das hier kommt ja jetzt weg. Deswegen habe ich das hier extra nicht nass gemacht. Hier kommt nämlich hinterher dann der Durchgang. Aber ich war an der Wand hier. So, das heißt, das hier kommt hoch. Ah, wird sehr eng mit der Türkisen-Keramik, aber es müsste aufgehen. So. Und so. Zwischendurch ein Fischi essen. So, das Schlimme ist übrigens das fertige Dach, das erste. Dann Türkis. Und dann nochmal das. So. Ah nein, jetzt fließt er wieder hier raus. Ah nee, fließt nicht raus. Haha! Er fließt nicht raus. Das muss ich sogar versiegen. Ja, sehr schön. So, aber die Wände... Nein, fast. Ja. Wo sind jetzt... Da, okay. Und zwar kommt hier eine Treppe hin. Und hier. So, die Wand kommt da... Ach Quatsch, die Tür kommt allerdings in diese Schicht. Oh, die muss ich ja dann auch noch machen. Und hier habe ich natürlich wieder vergessen, Vasen mitzubringen. Aber hier kommt Blumen drauf. Das heißt, ich muss gleich nochmal hier hin und Blumen vorbeibringen. Da gehe ich jetzt allerdings erstmal zum Pferdestall. Der Pferdestall bekommt heute seine Stützen. Achso, habe ich eigentlich noch genug? Nee, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ich brauche ja dafür Fichtenholz und das ist natürlich relativ gut jetzt gerade ausgegangen. So, ich komme hier jetzt wieder hoch. Achso, das ist der falsche Flur. So. Hier. Fichtenholz brauche ich ja dafür. So, hier komme ich noch rein und raus. Okay, auf der anderen Seite geht es ja auch wieder. Da ist ja jetzt gerade ein Loch in der Wand. Also einmal schnell rüber. Und dann sind wir hier beim Pferdestall. Und die Stützen, die ich schon angefangen habe, werden hier jetzt erweitert. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und hier drüben ebenfalls 1, 2, 1, 2. So, und auf die Mauern kommen Zäune. Zwar immer 2. Schaffe ich das von hier? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, die waren hier. Wo ist die Axt? Da ist die Axt. Komm schon. So, so. Hier auch wieder. 1, 2. 1, 2. 2. Und 1, 2. So. Fertig. Das sind die Stützen des Pferdestalls. Und jetzt gehe ich nochmal ins Lager, um vielleicht neue Fische zu holen und Vasen für den grünen Flur. Also einmal ins Lager switchen. Hier im Lager finde ich Ziegelsteine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. War noch kurz, das sind 26. Nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Aus denen kann ich mir dann Vasen machen. Und dann switche ich mich jetzt auch wieder ins Herrenhaus. Und dann kann ich hier oben jetzt noch Blümchen hinsetzen. Also Fahnen meine ich natürlich. So, da und da. Ja,
Dann sind die Wände des grünen Flurs fertig. Jetzt kommt ja noch der grüne Teppich hin, eine weiße Decke. Und ich sollte die Wand vielleicht von außen auch nochmal fertig machen. Das würde ich dann vielleicht zum Projekt Außenfassade nehmen. Soll ich mir gleich aufschreiben. Also Außenfassade und Dämmmaterial als neue Projekte. Ich sage für diese Folge alle wieder Tschüss, over and out.